Computergenealogie. Was wir sammeln, sind wirkliche Menschen in der Geschichte. Ein Beispiel, eine kleine Quelle, die wir erfasst haben, die deutschen Kraftfahrzeugbesitzer 1909, ganz früh, also die ersten paar 10.000 Menschen, die Autos, Lastwagen, Motorräder hatten, ja, erfasst in einem gemeinschaftlichen Abtipp-Projekt, das bei unseren Leuten auf große Begeisterung stieß und sehr, sehr schnell abgeschlossen war. Ja, diese Daten sind durchsuchbar und als Excel-Datei hier sieht das dann so aus, hat diese Struktur. Ich finde das sehr, das ist sehr unbekannt eigentlich. Was sind das für Menschen? Ganz wenige Frauen zum Beispiel. Ja, hier die paar in der Rheinprovinz, ja, haben irgendwie jeweils Luxuswagen. Eine fährt Motorrad, Martha Meyer-Leiden. Ja. Wer sind diese Leute sonst noch? Auffällig auch Fahrradhändler. Warum ist der technische Fortschritt bei den Fahrradtüftlern in der Zeit? Ich bin gespannt, was ihr daraus macht.